Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Welten, des Himmels oder den Häuserkraften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie Pokémon, die sie trainieren, indem sie im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose, etwa die Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Julien! Oh yeah, ich bin geil! Whoa. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Dillian, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gerne. Ich verliere nun. Glurak, Dynamax! Pokémon Schwert. No. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey, Robin. Was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool, ein Google Pixel 8, oder? Nice. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder drauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Definitiv. Oh, was machst du denn hier, Hop? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Byron abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. So, Neuzeit und so. Samsung TV, Smart Home, Amazon Fire Stick. Voll cool. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt einen Brinkbringsabel. Ich warte draußen auf dich. Alles klar. Ja, Freunde, willkommen zu Let's Play Pokémon Schwert. Die 8. Generation ist mit Pokémon Schwert und Schild eingeläutet worden. Exklusiv für die Nintendo Switch. Und es gibt viel Neues. Zum Beispiel, wie man schon am Anfang gesehen hat, in diesem Champ-Trailer-Dings-Bumster Giga Dynamaxing. Das ist eine neue Funktion, die wir, denke ich, auch ziemlich schnell kennenlernen werden. Aber es gibt auch ein paar Kritiken. Und eine davon ist zum Beispiel, dass es keinen Pokédex gibt, beziehungsweise es gibt schon Pokédex, aber es gibt keinen nationalen Pokédex. Erstmals in der Geschichte von Pokémon gibt es keinen nationalen Dex, wobei das auch nicht ganz stimmt, denn bereits in Sun and Moon gab es nicht wirklich einen nationalen Pokédex, aber auch schon so ein bisschen. Er war implementiert, aber wurde dann halt anders verwendet. Und hier im Pokémon Schwert und Schild ist es so, dass es kein nationalen Dex gibt,
Demzufolge gibt es auch keine 1000 Pokémon und es wird auch in nachfolgenden Generationen so sein, dass es keine neuen Pokémon geben wird, also keine alle Pokémon zusammen. In einer Edition wird es nicht geben. Das hat Masuda, Junichi Masuda, der quasi Mitentwickler von Pokémon, hat das schon bereits gesagt. Und wie gesagt, 8. Generation wird mit Pokémon Schwert und Schild eingeläutet. Es gibt neue Pokémon. Im Übrigen, das Spiel erscheint am 15.11.2019, also heute zum Release. Ist halt am 15.11. und wir spielen Pokémon Schwert. Ich wollte eigentlich Pokémon Schild zuerst retten, aber der Postbote war wohl nicht schnell genug. Ich war wohl schneller. Naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt neue Dinge. Es wurden einige Sachen gestrichen. Wie ein paar Attacken wurden gestrichen, soweit ich weiß. Und es wurde einiges Neues gezeigt, aber das werden wir alles noch sehen. Aber schon ein Pokémon wurde confirmed, und zwar Mantaxo. Also ein neues, altes Pokémon. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich mag Mantaxo und Relaxo. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Scrubs. Ich habe bestimmt gerade Scrubs oder Two and a Half Men oder vielleicht Big Bang Gaming. Big Bang Gaming, sag ich schon. Grüße gehen raus. Big Bang Theory geschaut. Oder How I Met Your Mother. Stimmt, letzteres könnte es eher sein. Weil Mutter und Mother und so. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Echt? Auch über die neuen? Das wäre cool. Ein eingebauter Kamin hält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig. Oh ja. Das ist jetzt gerade ziemlich wichtig, weil im November fängt schon der Winter so ein bisschen an. Es ist noch kein Schnee, aber es ist zumindest ein bisschen was. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Einfach mal dasselbe. Da war wohl jemand zu faul. Ha? Einfach mal dasselbe Regal. Und einfach mal dieselben Bücher oder was. War da jemand faul? Ein zu implementieren? Ich habe gerade keine Worte, weil dieses Spiel so schön ist. Gut rausgeredet. Dieser Sonnenspiegel ist echt cool. Könnte eine Anspielung auf ein mögliches Alola-Remake sein? Bevor das erstmal kommt, kommen erstmal 4. Generation und 5. Generation Remake. Darauf warte ich! Oh yeah! Cool! Das habe ich im Übrigen gemacht, indem ich ganz schnell den Joystick gedreht habe. Das ist ganz cool. Ey Mama, hast du was zum Essen für dich? Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ja, aktuell ziemlich kalt. Der Kühlschrank ist mit vielen leckeren Dingen gefüllt. Gibt's da bestimmt Hühnchen. Chicken Wings. Wobei das beides dasselbe ist, aber auch egal. Die Spüle ist so sauber, dass man draußen essen könnte. Vermutlich liegt das daran, dass man Faxo jegliche Essensreste wegmacht. Oder weil die Mutter schön geputzt hat. Ist ja schließlich ihr Job. Oh, das war gemein. Ich weiß. Aber gut. Das ist der neue Mikrowellenherd, den Mama unbedingt haben wollte. Was? Kein Induktionsherd? Wie schade. Aber dieses Zimmer ist aber schon ein bisschen cool. Früher war es ja auch immer so, dass die Zimmer, also zumindest meistens, oben sind. Also da ging eine Treppe hoch. Ist hier anscheinend nicht so. Das erinnert aber an Pokémon Schwarz und Weiß 2. Da war es nämlich auch so. Da war das Kinderzimmer neben der Küche und neben dem Schlafzimmer und Wohnzimmer und so. Ja, ich weiß, ich gehe da jetzt auch hin. Was haben wir geguckt? Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole geliefert. Ja, die Konsole. Nämlich hier, Pikachu-Puppe. Und hier haben wir die neueste Spielkonsole, denn für Pokémon ist es normalerweise üblich, dass das in dem Spiel die Konsole ist, worauf die Generation bzw. Edition erschienen sind. In dem Fall Nintendo Switch.
Im Übrigen glaube ich, dass die Joy-Cons, die hier an der Seite dran sind, sich nach deinen Real-Life Joy-Cons halten. Bei mir sind sie halt jetzt schwarz, weil ich schwarze Joy-Cons habe. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt rote und blaue habt, die roten und blauen, dann müssten die Joy-Cons ja auch rot und blau sein. Das Pokéball-Poster finde ich echt cool. Oder das Evoli-Poster. Ist das eigentlich ein Shiny-Evoli? Könnte sein, von dem Fell her, weil das ist so silbermäßig. Dieses Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. Es ist so gemütlich, dass man im Handumdrehen darin einschläft. Oh ja, das glaube ich. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Daddy, wo bist du? Ich fühle mich so alleine. Ich mache mich auch mal ein bisschen lauter, wobei ich eigentlich schon relativ übersteuere. Aber so kann ich es machen. Abenteuerfibel, mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Apropos, was ich noch sagen wollte. Am Anfang wurde ich gefragt, es gibt, wie schon seit geraumer Zeit, seit zwei ist das Texttempo auf 3 Stellen. So sieht das die Einstellung aus. Ziemlich cool. Kampfstil. Ja, wir haben jetzt kein zweites Pokémon, deswegen würde ich das auf nicht wechseln machen. Teambox. Wähle eine Transfermethode für neu gefangene Pokémon aus, wenn dein Team voll ist. Manuell oder automatisch? Ich denke, wir machen es manuell. Also, ob wir entscheiden dürfen, ob die ins Team kommen oder direkt auf die Box. Spitznamenfrage. Lass mal an. Ihr könnt natürlich auch Pokémon sein. Oh Gott. Bewegungssteuerung ist für Pokémon Camping der Cringe aller Zeiten. Automatisches Speichern habe ich angeschaltet. Wir müssen also nicht extra drücken. Warte, habe ich jetzt aus Versehen diese Komfortsteuerung ausgemacht? Ach so, ja, gut. Ist mir egal. Ihr könnt im Übrigen wieder Pokémon Schwert und Schild mit dem Pro-Controller spielen, mit den Joy-Cons spielen oder mit einem USB-Controller. Ich glaube auch mit dem Pokéball Plus Support gibt es, glaube ich, nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass es kein Pokéball Plus Feature gibt. War ja in Let's Go so, dass man mit dem Pokéball Plus spielen konnte. Und mit den Joy-Cons. Das musste man mit Joy-Cons oder mit Pokéball Plus spielen. Oder halt im Handheld-Modus. Das ist jetzt zum Glück hier nicht so. Finde ich ganz geil. Yeah! Erstmal abfeiern. Geil. Gehe zu Hop, der draußen auf dich wartet. Die Karte ist ja... Das hätte man besser machen können. Game Freak. Oh yeah. Ah, guck mal. Knospi. Hallo, Knospi. Und ganz viele neue Pokémon. Beziehungsweise ein neues Pokémon. Ich finde das echt cool hier. Ist ziemlich cool Design. Knospi! Na, Digga, was geht ab? Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Du, Digga, ich muss da haufenweise Spiele reinpacken, so ungefähr, dass es Spiele von 600 reichen. Und ja. Noch ein bisschen was anderes, ne? Also, ein Döner, eine Chickenbox und Subway-Zeugs muss auch noch rein. Und saufen muss, und trinken brauche ich auch noch, also. Und wer weiß, vielleicht ist ja, kriege ich ja ein riesiges Pokémon. Wer weiß. Aber wenn mein Großbruder. Mann. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ja. Ich weiß im Übrigen noch nicht meinen Starter. Ich bin gerade am Überlegen. Doch, ich weiß schon meinen Starter. Denke ich, hoffe ich. Schau mal, ein Wolli. Was macht es denn da? Du, keine Ahnung. Ein neues Pokémon, Wolli. The fuck tut es da? Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Hat dir doch nichts getan.
Außerdem fängt man sich da ziemlich schlimme Splitter ein. Und hinter dem ist der Schlummerwald. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wally! Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Warren. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein warmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Okay, Hopp ist weird. Aber er hat schon irgendwo recht. Ich glaube, man rennt automatisch. Oh, diese Wollis sind so süß. No. Was steht denn auf dem Schild? Furlongham, wo Landwirtschaft und das Miteinander von Mensch und Pokémon Tradition haben. Ja, diese Region spielt nämlich endlich, oder kann man endlich sagen? Sie spielt auf jeden Fall in England. Deswegen nicht Furlongham, sondern Furlongham. Man muss das ein bisschen britisch-englisch aussprechen. Ich bin aber nicht so gut in britisch-englisch. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Von was hat er da geredet? Schauen wir uns doch mal die Karte an. Oh yeah. Guckt sie euch an. Ist aber ein bisschen lame, oder? Karte. Ich finde sie... Ja, gut, okay, sie ist... Alter. Digga! Was zum Teufel? Was ist das für eine Region? Alter! Ist das groß. Oh cool, man kann sogar einen Zielort machen. Wetteranzeige. Okay. Nice. Und das ist der Beutel. Tränke, keine Pokebälle, Abenteuerfieber und Angel. Was steht denn da drin? Ja gut. Wir haben sogar eine Angel? Ich sehe schon meine Wasser-Pokémon vor mir. Was machen die Wolli da? Ja, okay. Ist okay. Aber was mir gerade aufgefallen ist, schaut mal genau hin. Wolli ist da. Wolli ist weg. Das hätte man bisschen besser lösen können. Ich finde das echt gut designt. Gefällt mir. Ist mal was Neues. Und wieso wohnt Hopp in so einer Bonzenwinde? Hallo? Ich bin auch da. Beachtet mich. Ich bin wieder da, Mann. Oh, cool. Sonst früher haben sie immer Mama gesagt. Oder Mutter. Oder was haben sie immer gesagt? Ich glaube Mama. Hallo, Hopp. Oh, und Byron ist auch dabei. Schön. Hey, Moment mal. Wo ist Dillian? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Raspberry ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Dillian hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger gehabt. Ah ja. Du hast meinen größten Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Warren? Ich habe ihn im Intro gesehen, das reicht ja hoffentlich. Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Raspberry gehen. Ich warte draußen auf dich. Brudi, tu das. Ich schau mich mal währenddessen in deiner Bude um. Die machen eine Grillparty. Hab ich da was verpasst? Ich will auch. Bitte. Oh, noch ein bestätigtes Pokémon, auch wenn es ein lames ist. Fililu aus der 5. Generation. Oder heißt es Fililu? Es heißt Fililu. Wir gehen erstmal hoch. Da habt ihr gerade gesehen, Speichervorgang. Finde ich eigentlich ganz cool. Mag ich sowas.
Oh yeah, und das wird bestimmt Hobbs Zimmer sein. Erstmal schön abfeiern. Bam! Ich liebe dieses Feature, das ist so toll. Das ist der Fernseher, auf dem Hobb alle Matches des Champs mitverfolgt. Wie einfach mal der Champ schon vor Release angekündigt wurde, finde ich ein bisschen lame. Ich habe das immer geil gefunden, dass die Champs so unbekannt waren und jetzt... Jetzt kennt man den Champ. Mano. Dillian ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Ich bin so eine alte Oma. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Du solltest ja auch gefälligst putzen. Das ist deine Aufgabe. Ich tue es schon wieder, ich weiß. Das sieht nach einer beeindruckenden Sammlung an Kappen aus. Echt? Hat er als Teenager so viele Kappen getragen? Oder ist das Apo Reds Zimmer? Könnte auch sein. Oder Leon Marchers. Ey, Obi. Was hast du zu sagen? Die Trophäen sind ja mal geil. Gehören bestimmt alle Dillian. All diese Pokale und Trophäen gehören den Champs, sag ich doch. Für Hobb ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Batman ist... Ist doch Batman, ja? Oder Aquaman. Aquaman ist scheiße. Wobei der Aquaman, der neue Aquaman-Film, war gar nicht mal so kacke. Er war ganz okay. Aber gut, gehen wir nach Brassburn. Sag nicht, das gehört auch noch zu dem. War ja klar. Digga, warum hat der Typ so eine große Bonzen-Villa mit so einem deftigen Garten und einer Garage? Wo sind die Wollis denn und der Dude? Alles klar, dann mal los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streunen dort lauter wilde Pokémon herum. Ich habe ja zum Glück meinen Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Einfach mal beleidigen. Machst du dich voll Freunde mit? Aber er hat einen Wolli. Das Wolli gehört echt zu ihm? Brudi, was geht? Rote Route 1! Mal wieder ziemlich kurz. War ja in X und Y auch schon so. War es, glaube ich, die kürzeste Route. Ja, mir ist schon klar. Gehen wir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Gibt's hier... Okay, da ist doch krass. Ja... Als ob der das sehen kann, weißt du? Der steht da hinten, ganz alleine, teilt sich aus und kann da sehen. Okay, wir sind im Raspberry. Da habe ich ein Pokémon Center gesehen, das sah ziemlich cool aus. Oh ja, er fühlt sich richtig geil. Er fühlt sich mega geil. Ich fühle mich auch mega geil, weil ich Pokémon Schwert spiele. Hallo Brassberry, euer Champ Dillian ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich der Champ. Dillian ist hier, woo, geil. Und das Glurak ist auch geil. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Ja, wenn ich 8-1 habe und in der Liga stehe und dich dann richtig zerficke, dann wird's definitiv was. Dann bin ich der neue Champ, dann kann ich mich geil fühlen. Haben wir uns da verstanden, Dillian? Ich bin der coolere von uns beiden. Denn ich darf 8 Arena-Leiter herausfordern. Du hast dich bestimmt einfach nur hochgeschlafen. Gib's doch zu, du hast den... Der alte Champ war bestimmt Cynthia. Und die hast du flachgelegt. Gib's doch zu. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Yeah, wir finden dich voll geil und so. Oh yeah. Schön, wieder einfach für den Tops kommen. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Weil ich niemals Champ-Herausforderungen mache und so ein Scheiß. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken.
Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Ja, jetzt kommt eine Sache, die euch wahrscheinlich ein bisschen triggern dürfte, denn nur Glurak ist von den alten Starter-Pokémon, also soweit ich weiß. Ich habe da was anderes gelesen, aber Glurak ist jetzt doch irgendwie so alleine da von den alten Startern, aber ja, Glurak hat auch hier eine weitere neue Form bekommen, nämlich Dynamax Glurak. Hat man ja schon im Trailer gesehen. Beziehungsweise halt am Opening, ihr wisst, was ich meine. Finde ich nicht gut. Man hätte zumindest noch Gekabo und also Gewaltru und weiß nicht, Bautz, beziehungsweise dann Sevaro mit reinbauen können, aber okay, dann eben nicht. Hey, Bruderherz! Ah, hopp! Hopp, 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 hüpft wohl gerne. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt, lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Gut geraten, dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Oh, dankeschön. So ein Kompliment von den Chat zu bekommen, das habe ich mir schon immer gewünscht. Nur nicht von dir. Sondern von Cynthia. Das ist geil. Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Viren sein. Ich bin Dillion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer der Galas. Bisschen überheblich, meinst du nicht? Ich meine, ich darf überheblich sein, ja? Ich bin cool, ich bin Let's Player, ich darf das. Aber du darfst das nicht. Meine Fans nennen mich deshalb auch Dillion, den Unschlagbaren. Oh ja, er ist richtig überheblich. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Wer ist das heutzutage nicht? Auch wenn Glurak nach wie vor kein Fliegen erlernen kann. Es ist trotzdem ein cooles Pokémon. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erst einmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Warum schon wieder? Was ist los bei dir? Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Oh ja, ich mag wenigstens seinen Umhang, der ist gut. So Freunde, ich muss weiter, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time! Oh yeah, ich bin richtig geil. Ich habe schon so viele Frauen flachgelegt. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Aber ob die das freiwillig gemacht haben, weiß ja nicht. Jetzt spanne uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Pokémon? Okay, sorry dafür. Oh Mann. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Pokémon! Komm und schnapp sie dir! Nur leider funktioniert das nicht. Los, meine Kleinen, zeigt euch! Das Pflanz-Pokémon Chimpet, das Feuer-Pokémon Hoplo und das Ding da. Lemeon. Genug gespielt. Kommt bitte mal wieder her.
Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Wie, du zuerst? Ich hab ja schon meinen Wolli. Okay. Freunde, ich glaube, jetzt werde ich von jedem Menschen auf dieser Welt hart getriggert sein und beziehungsweise ich werde jetzt hart jeden triggern, aber jetzt sage ich euch, wie meine Meinung zu den drei Startern sind. Ich musste mich ja leider spoilern, wenn die Leaks stimmen, dann tut es mir wirklich leid, aber ich kann es euch sagen. Grookey alias Chimpep, mega cool. Hoplo, ein ziemlich generischer Hase, ist aber ganz okay. Und Mameon, ja, ich bin kein Fan von dem. Und wenn die Weiterentwicklungen stimmen, wovon ich mal ausgehe, dann wird das auch in den Weiterentwicklungen nicht der Fall sein. Also, ja. Schwierige Wahl. Jetzt bleibt es an Grookey und Hoplo. Beziehungsweise Scorbunny und Chimpep. Aber, wie gesagt, ich mag Chimpep sehr, weil es auch ein Affe ist und ich mag Affen, weil ich halt selber ein Affe bin. Ich bin voll Idiot. Aber ich denke, für Pokémon Schwert werde ich mich für Hoplo entscheiden. Oder? Doch nicht? Oh, ich weiß nicht. Ich habe schon Bock auf Grookey. Also auf Chimpep. Ich habe mir das eigentlich ziemlich überlegt gehabt und ich wollte in Pokémon Schild Chimpep nehmen. Das ist jetzt echt schwer. Wie gesagt, Mameon, nein danke, muss nicht sein. Ich kann zwar verstehen, dass es viele Fans hat wegen James Bond und so, aber ich bin kein Fan davon. Also ich bin Fan von James Bond, aber außer von Daniel Craig, der ist kein. Also nicht der Schauspieler, sondern er als James Bond. Aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für Hoplo. Auch wenn ich von der Zwischenstufe und von der Weiterentwicklung, von der Endentwicklung kein großer Fan bin. Ach, shit. Ich weiß es nicht. Verdammt. Oh Mann. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Ene Mene Mist, okay? Zwischen den beiden. Ich habe mir das eigentlich vorher schon überlegt gehabt und habe gemeint, ey, yo, ich nehme definitiv Chimpep, aber das ist Pokémon. Ich wollte Chimpep eigentlich in Schild nehmen. Und in Schwert wollte ich Hoplo nehmen. Wir spielen ja Schwert. Deswegen. Gute Frage. Wollen wir es wirklich so machen, dass ich in Schild dann Chimpep nehme und in Schwert Hoplo? Ich weiß es nicht. Wartet mal kurz. Wen finde ich denn von den in der Entwicklung cooler? Sashian oder Zamazenta? Also nicht von den Endentwicklungen, ich meine von den Lebens. Ich finde. Welches war jetzt welches? Sashian war das mit dem Schwert. Und Zamazenta war das mit dem. Ich finde tatsächlich Sashian cooler. Und ich wollte in der Edition, wo ich das Pokémon cooler finde, Grookey nehmen. Tatsächlich. Aber wir werden es. Ich weiß es nicht. Ich habe schon Bock auf beide. Irgendwie. Aber ich muss mich halt, wie gesagt, für eins entscheiden. Welches davon jetzt genommen wird, weiß ich nicht. Also Mameon schon mal nicht. Das wird
denke ich, klar sein. Das wird, denke ich, jedem klar sein, weil ich bin halt kein Fan von Memeon. Schon als es damals revealed wurde, im Reveal-Trailer, als es da zu sehen war, fand ich es schon nicht gerade krass geil. Hoplo fand ich schon so ein bisschen cool. Ich mag ja Hasen, aber ich mag halt Affen noch ein bisschen mehr. Und ja, von den Endentwicklungen her, also von den Zwischenentwicklungen gefällt mir schon die von Memeon. Aber die Endentwicklung gefällt mir nicht. Hoplos Zwischenentwicklung gefällt mir und die Endentwicklung ist ganz okay. Und die Zwischenentwicklung von Chimpap ist cool und die Endentwicklung ist cool. Aber ich denke, ich werde mir Chimpap für den Pokémon Schild One aufheben. Wollen wir das so machen? Chimpap für Pokémon Schild und für Pokémon Schwert nehmen wir jetzt Hoplo. Einverstanden? Wartet, ich speichere vorher, falls das Wesen kacke ist. Wenn das Wesen kacke ist, dann würde ich sagen, nehmen wir Grookey. Nein, wir nehmen Hoplo. Kommt, wir nehmen Hoplo. Los. Ja. Nein, ich wollte den keinen Spitznamen geben. Es ist männlich. Sorry, das schneide ich, glaube ich, raus. So, Freunde. Ich bin wieder hier. Und wir nehmen Chimpap. Ich habe mich doch für Chimpap entschieden. Ich liebe es einfach, okay? Ja, jetzt bleibt aber die Auswahl. Chimpap, du wirst mein Pokémon. Danke. Yeah! Ist auch ganz cool, das mal so zu sehen. Also, Scorbunny gibt Brofist und er gibt einfach nur so. Alles klar. Dann entscheide ich mich für Memeon. Du bist ab sofort mein Partner. Da könnt ihr auch die Entwicklung von Memeon sehen. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich den nächsten... Ach, das hat was schon, ne? Ja. Okay. Gut. No. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Byron ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja, irgendwann so gut wie ich zu werden. No, es guckt schon ein bisschen traurig. Und du kommst mit mir, mein kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Ihr seid schließlich vom selben Typ. Auch wenn Glurak viel cooler ist. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Als ob die das Instant schon entschieden haben. Ja, wie gesagt, ich finde Chimpap schon ein bisschen cooler. Wie Hop reinhaut. Nom, 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 nom. Oh, man wird sogar geheilt, warum? Warum? Am nächsten Tag. Gib's zu, Hop. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinen neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ab, Bruderherz. Byron und Chimpap haben sich auch schon angefreundet. Oh ja! Ich habe sogar ein Kuscheltier, also ein Plüschi von Chimpap und Hoplo. Ich habe leider Memeon nicht bekommen, aber ist doch nicht so schlimm. Oh, das wird heute eine sehr lange Folge, wie ich sehe. Ist aber auch cool. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Yeah, it's smashing time! Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivale. Hallo? Hallo? Geht's noch? Was soll das denn heißen? Ich bin schon dabei, Digga. Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Ich bin schließlich cool und bin dein Bruder. Vergiss das mal nicht. Ja, ja. Na warte, dann lass mich... Das lasse ich mir nicht auf mich sitzen. Ab heute sind Byron und ich Rivalen im Kampf darum,
wer deine Rivalen sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten und so. Ich kann nicht mehr reden, so aufgeregt bin ich. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. What? Okay. Das habe ich nie verstanden. Wer entscheidet eigentlich in der Pokémon-Welt, wer alles Trainer sein darf und wer nicht? Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Und der Verlierer, der darf gern meine Wäsche machen. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja, bin ich. Ups, da habe ich aus Versehen weggedrückt, sorry. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken die das Beste aus ihnen rausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Setzt ihr jetzt das Wolli ein? Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? It's Showtime! Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Du kleiner Spanner, du. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Weißt du das? Yeah, er fühlt sich ganz geil. Und er setzt tatsächlich Wolli ein. Oder heißt es Wooly? Ich glaube, es heißt sogar Wooly. Und los, Jimbab! Es ist so süß. Auf in den Kampf! Ich habe schon zwei Pokémon! Ich bin cool! Es ist männlich, gut. Ja, so sieht das Kampfmenü aus. Und Kratze und Heuler. Alles klar. Ich würde mal interessieren, welches Wesen es hat. Spezialangriff steigt, Verteidigung sinkt. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es für Attacken noch erlernt. Aber wir setzen Kratzer ein. Müsste physisch sein. Oh, die Tackle-Animation ist ja mal bei Wii geil. Das ist ja geil. Ich hoffe, die ist für jeden besonders. Ich finde Chunchunbap echt süß. Guckt es euch an, wie es mit dem Schwanz wackelt. Okay, das kann man auch falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so süß. Ich mag es. Die Kratzer-Animation ist auch ziemlich geil. Es greift dann mit dem Stock an. Das ist echt cool. Ich glaube, jeder Starter hat auch eine exklusive Attacke. Ihr könnt hier sogar gucken. Oh, das Angriff sinkt. Okay, das gibt's glaube ich auch seit Sun und Moon. Oder gab's das schon vorher? I don't know. Ich glaube sogar in X und Y gab's das schon. Dass man da nachgucken konnte. Wally finde ich aber auch. Naja. Ich find's okay, aber es ist nicht ganz okay. Zweigstoß. Okay, es hat eine Signature-Attacke. Ein Signature-Move. Jetzt kommt Mamian. Müsste die Signature-Pflanzenattacke sein. Genau. Zweigstoß. Zeig mal her. Deinwender attackiert das Ziel mit einem spitzen Zweig. Stärke 40, Genauigkeit 100. Ist das wie, Dings? Ist das jetzt... Das ist, glaube ich... physisch. Das ist neutral. Und das ist, müsste physische Attacke sein. Ich glaube, Chimpep hat ein falsches Wesen. Aber gut. Finde ich toll, dass wir eine neue Attacke haben. Denn so... Was? Was war das? Hä? Was war das für eine Attacke? Klaps. Was ist das für eine Attacke? Oh, aber die Attacke ist echt nice. Fällt mir. Oh ja, das wird ein bisschen längere Folge, aber okay. Macht ja nichts, oder? Level 7 für Chimpel. Oh, die Musik ist cool. Apropos Musik, was mir gerade einfällt, und zwar hat Undertale-Erfinder Toby Fox einen Track komponiert. Und wenn ich das jetzt so höre, könnte es tatsächlich die Kampfmusik gewesen sein. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Chimpel seid echt krass. 400 Poké-Dollar. Yay. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat.
Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekackt. Digga, ich glaube, dann hätte ich definitiv verloren. Ihr habt euch großartig geschlagen. Und eure Pokémon waren auch eins am Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Bitte kein Noob-Support wie in Sun and Moon. Please. Ja, bitte. Tu mir das nicht an, Dillion. Du hast echt Talent, Rival. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivale wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch mehr, noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Du machst wirklich keine halben Sachen. Du hast zwar den Kampf verloren, aber ich denke, du kannst an der Arena-Challenge teilnehmen und zum Champ werden. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Wyvern, du bist ja gerade mal ein Noob. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. Und nein, es gibt keinen nationalen Pokédex. Game Freak dachte, dass das zu lame sei, deswegen haben sie ihn rausgestrichen. So gesehen ist ein Pokédex nicht besonders bloß mit Daten, sondern auch mit Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt, versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, weil ich mag deinen Enthusiasmus, Hub. Okay, ich sag dem der Professorin Bescheid, bis sie kommt. Oh, damit hätten wir die zweite Professorin in der Pokémon-Geschichte. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit längst vervollständigt. Auch wenn ich den nationalen Pokédex nicht vervollständigen kriege, aber mir reicht der Pokédex voll und ganz. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hop beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ja, die muss das dringend wissen, aber das, meine lieben Freunde, machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, die Folge war jetzt lang genug. Auch wenn sie ein bisschen komisch war, weil immer diese Entscheidung hin und her. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Wang. Yay, Pokémon Schwert und Schild.